Mit Rainer Büchel und Lukas Bonner bekommt Vorarlberg nun zwei neue Priester. Herr Büchel, Sie sind doch ein Spätberufener. Was hat Sie dazu bewegt, nun das Priesteramt anzugehen? Bei mir war es so, dass ich längere Zeit in Graz ein Technikstudium absolviert habe und im Laufe des Studiums immer mehr der Wunsch gekommen ist, etwas anderes zu machen, wobei ich noch nicht genau wusste, was es sein wird, beziehungsweise wurde ich herangeführt und habe mich dann entschieden. Jetzt haben Sie doch davor, würde ich mal sagen, ein längeres ziviles Leben geführt. Wie leben Sie jetzt oder wie stellen Sie sich vor, Ihr Leben jetzt zu leben mit dem Zölibat? In gewisser Weise hat sich nicht so viel verändert, weil ich ja noch nicht vorher verheiratet war und auch keine fixe Beziehung gehabt habe. Ein Beruf jetzt für Sie auf Lebenszeit? Der Beruf, das Priestertum natürlich in gewisser Weise auf Lebenszeit und das Pensionsalter der Priester ist ja wirklich bei 70, 75 oder noch höher. Und ich denke auch, dass dieser Beruf nicht unbedingt so etwas ist, wo man, ich kann Priester auch sein, wenn ich nicht mehr eine Pfarre leite. Herr Bonner, Sie gelten jetzt als jüngster Priester in Vorarlberg, eine Entscheidung in jungen Jahren. Wie sicher fühlen Sie sich? Ja, also ich fühle mich sehr sicher. Also der Entschluss, Priester zu werden, ist bei mir schon sehr früh gefallen und ich habe mich während der Schulzeit und dann vor allem auch im Priesterseminar in Innsbruck sehr auf diesen Schritt vorbereitet und ich denke doch, dass mit der Hilfe Gottes das Leben als Priester gelingen kann und gelingen wird. Jetzt ist ja nun die Kirche im weiteren Sinne die letzten Monate sehr in Misskritik geraten. Berührt das einen oder erschüttert das einen in seiner Entscheidung? Es erschüttert mich jetzt persönlich nicht. Natürlich stimmt es einen manchmal traurig, wenn man sieht, wie Menschen im Allgemeinen fallen können oder Entscheidungen treffen, die auch für den Nächsten nicht zum Besten sind. Aber die Kirche ist der Stiftung nach heilig und das ist sie auch dann, wenn manches ihrer Glieder und ihrer Schäfchen fehlgeht. Und das ist für mich also überhaupt kein Thema. Glauben Sie, dass irgendwann in Ihnen der Wunsch auftauchen wird, sich freier bewegen zu können, wie Sie es jetzt vielleicht mit diesem Beruf machen können? Ich glaube, dass ich mich als Priester sehr wohl frei bewegen kann und ich habe jetzt nicht vor, irgendwie den Beruf auch zu wechseln. Also alleine schon der Gedanke kommt nicht in Frage. Vor allem auch dahingehend, weil der Priester kein Beruf ist, sondern das ist eine Berufung. Und ich glaube, das sind zwei verschiedene Qualitäten, über die man sprechen sollte.